Die Mobiliar wünscht gute Unterhaltung bei Giacomo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Victor Giacomo und Mike Müller. Das ist der Party Casino! Vielen Dank! Vielen, vielen Dank! Merci. Sie haben sicher mitbekommen in der letzten Woche, der Hans-Rudi Merz hat uns Geisler leider nicht zurückbringen können. Was er allerdings hat können, ist, in der letzten Nacht hat er uns die Stunde wieder zurückgeben, die er uns am Frühling genommen hat. Das finden wir grossartig. Von dieser Stelle aus herzlichen Dank, Herr Bundespräsident. Ja. Jetzt, Sie wissen ja als treue Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir Ihnen immer die neuesten Informationen liefern, damit Sie Ihre Tätigkeit als Staatsbürger können ausüben. Gerade vor Abstimmungen ist es ja wichtig, dass man immer die neuesten Zahlen kennt, um sich das eigene Urteil zu bilden. Und gerade bei der Minarett-Initiative sind ja Zahlen besonders wichtig. Ja, wir haben für Sie einen Minarett-Zähler installiert, ja, wo wir während der Sendung werden messen, wie viele neue Minarett während der laufenden Sendung dazugekommen sind. Es muss immer ganz klar sein, was ist der Stand jetzt? Jawohl, genau. Also, wir wollen Ihnen jetzt natürlich zeigen, also, wir lassen den gerade mal laufen, ja, oder? Wir zeigen Ihnen das gerade. Also, da ist der Minarettzeller. Und wir sind wahnsinnig gespannt, wie viele Minarett gibt es jetzt in der Schweiz? Was ist der Stand? 2, 3, 4 Minarett! 4 Minarett! Unglaublich! Unheimlich! Allein in meinem Heimatkanton Solothurn 1 Minarett. Ja, in meinem Heimatkanton Zürich 2 Minarett. Das stellen Sie sich mal vor. 2 Schweizer und schon 3 Minarett, wenn man das hochrechnet. Unheimlich. Unheimlich. Ja. Also, wir werden das verfolgen. Während der laufenden Sendung werden wir immer wieder auf den Minarettzähler zurückkommen und überprüfen, was sind die neuesten Resultate von der Minarettfront. Richtig. Was haben wir aus der Politik, Victor? Mike, danke vielmals. Aus der Politik haben wir vor allem eins, nämlich einen wunderschönen Werbespot von der SP, der in den Kinos läuft. Und wir schauen uns das schöne Werk mal an. Es ist eher auf der gespürigen Seite. Sehr atmosphärisch. Ja, da sieht man 2 Exponenten von der SP. Josic Galade wahrscheinlich. Es ist eine Jugendaufnahme. Mhm. Ist hübsch, und, hübsch. Ja, es ist ja eigentlich das so ist das SP auf dem Sterbebett wahrscheinlich, wo ich es hier zeige. Sehr eindrücklich, der Tod weg, von der SP wird dargestellt, dass sie das selber macht. Das ist ihr Lieblingsgegner. Oder sie ist der SP-Wähler, wir wissen es nicht genau. Vielleicht einer der Polizist ist der SP-Wähler, würde ich sagen. Da sieht man, wie die SP mit Hilfe auf einen Hügel schaut und man sieht noch, wenn man genau anschaut, noch die IV-Nummern an der Prothese. Und das ist sehr interessant. Hey, die SP sind ja auf dem Mond gewesen. Ich habe gemeint, das sind die NASA gewesen. Das war auch die SP gewesen. Ich habe immer gemeint, die sind hinter dem... Da haben wir einen Schwangerschaftstest. Ja, ja, da sagt sie, juhui, endlich Schwangerschaftsferien, danke SP. Und da ist es dann schon gespürt. Das ist das Wunder von Bern. Damals war das bei noch welcher stärkste Partei in den 50er Jahren, ja, schwarz-weiß. Und jetzt kommt dann die Botschaft. Hören Sie genau zu. Alleine ist es nur ein Wort. Aber zusammen mit dir ist es der Anfang von allem. Ist es nicht wunderschön? Ist es nicht? Ich kann sagen, ich habe schon lange nicht mehr bei einem Schweizer Film so geheult wie da. Ja. Echt, das ist mir in mein Bürger, in mein sozialistisches Herz direkt eingegangen. Und weißt, ich vermute, Mike, dass sie mit dem Slogan «Alleine ist es nur ein Wort, aber zusammen mit dir ist es der Anfang von allem», mit dem versuchen sie ja auch die Arbeiterklasse wieder mehr zurückzubekommen, oder? Und für einen Arbeiter bedeutet der Slogan sehr viel im Alltag. Wenn er zum Beispiel Mittagspause macht, geht die Beiziehen und sagt dort, allein ist es nur ein Schnitzel, aber zusammen mit Pommes frites ist es das Menü 1. Das finde ich sehr schön. Sehr schön. Ist du recht da?
Gut, ich frage mich ein bisschen, ein Politwerbespot mit der Quintessenz «Ja» ist natürlich zum Zeitpunkt von der Minarett-Initiative ein bisschen heikel. Du siehst das zu eng, Mike. Weißt, das «Ja» hat eine philosophische Bedeutung. Mhm. Es ist eher eine Werbung wie für Orange oder Sunrise, oder ein bisschen? Ja, es ist ja üblich heute, dass man eine allgemeingültige Aussage als Werbespot hat. Zürich Versicherung hat da Intelligenz. Slogan «Because change happens». Ja, also das SP könnte auch eine Versicherung sein eigentlich. Absolut. Aber ich finde jetzt, die beiden sollen mal zusammensitzen, Zürich Versicherung und die SP, weil viel besser wäre, sie würden die zwei Slogans tauschen. Oder? Also zum Beispiel «Because change happens» wirkt auf mich noch ein bisschen sozialistischer. Hat etwas. Ja. Aber die Jungen halten sich nicht die an das. Die sind ganz anders gestochen diese Woche. Die sind brutal drauf, die Jungen, die Jusos, oder? Das Plakat, ich weiß, haben Sie das gesehen? Ne? Mit Doris Leuthardt drauf und bluttreifende Hände. Wo Doris Leuthardt das Plakat zum ersten Mal gesehen hat, sie natürlich grosse Augen gemacht. Mhm. Aber ich finde es einfach, und das wollte ich da ganz deutlich sagen, ich finde das geschmacklos. Schauen Sie mal das weiße Jäckli an. Geschmacklos, oder? Gut, das Gewerbe hat positiv reagiert. Der Verband Gastroswiss hat gesagt, das Plakat kommt zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt, wo die Metzger losgeht in den Beizen. Es hat auch kritische Stimmen gegeben, die sich gefragt haben, ist die Schächtung auch wirklich koscher gewesen? Also, sie haben natürlich den Vorwurf müssen hören, die Jusos, dass sie sagen, da ein bisschen näher bei der SVP, bei dem Plakat, oder? Aber so nahe sind sie nicht. Der erste Entwurf hat noch ganz anders ausgesehen. Gut, sie haben wenigstens die Burka nicht über die Leute hat ihr da immerhin noch. Aber wenn mal so etwas Trend wird, oder die Art von Plakat, dann werden natürlich ein Haufen aufhocken auf den Trend. BDP hat zum Beispiel so reagiert. Krass. Doris Leuthardt ist ja übrigens am letzten Freitag an einem Bauernanlass im Jura hinten von Bauern attackiert worden, die ihre Stiefel für ihn geschossen haben. Bundesrätin Leuthardt hat im Anschluss gesagt, das Schlimme sei eigentlich nicht die fliegenden Stiefel gewesen, sondern der Moment, wo die Bauern ihre Stiefel abgezogen haben. Der Irak hat umgehend den stiefelwerfenden Bauern Asyl angeboten. Mhm. Und der Sender 3 Plus nennt seine Erfolgssendung jetzt neu «Bauerledig wirft». Also, wenn ich mir das Plakat, das Doris Leuthardt anschaue, mit diesen blutriefenden Händen, dann denke ich mir, die sollte doch eigentlich mit dem Gaddafi verhandeln, oder? Absolut. Und nicht die anderen, die ja ein bisschen... Gut, sie haben ja diese Woche wieder Sitzung gehabt. Und etwas muss man lassen, Bundesrat, sie haben ein Bild veröffentlicht, wo wieder den Aufbruch zeigt, die Zuversicht, die sie hatten. Also... Schön. Wo wir das gesehen haben, haben wir gesagt, es gibt noch Leute in diesem Land, denen geht es noch beschissener als uns. Und das schön. Hat einen gewissen Trost. Gewissen Trost hat das gegeben. Victor, man muss auch sagen, der Bundesrat hat an dieser Pressekonferenz deutliche Worte gefunden. Man hat gesagt, das Verhalten von Gaddafi sei unfair. Und es wird jetzt im Stillen weiterverhandelt. Man weiss nicht, was geht. Der Bundesrat hat sich selber einen Mauchort verpasst. Schwierig für den Bundespräsidenten. Merz ohne Gesicht und trotzdem ein Mauchort. Schwierig. Kombination ist nicht ideal. Ich finde ja halt einfach, man müsste eine härtere Gangart einschlagen. Wenn die Libyer zwei Geiseln von uns nehmen, schlage ich vor, nehmen wir zwei Libyer als Geiseln. Zum Beispiel zwei Tamoil-Tankwerte. Und erst... Wenn Sie unsere zwei Geiseln wieder zurückgeben, geben wir Ihre Geiseln auch wieder zurück. Und als Paltis können Sie dann gerade noch den Jean Ziegler haben. Mehr Schiste. Man muss auch sagen, der Gaddafi hat natürlich auch seine weichen Seiten. Das ist vielen Leuten nicht bekannt. Ich meine, nicht, hast du gewusst, dass der Muammar Gaddafi Schlager singt unter dem Pseudonym Costa Cortalis? Ist das so? Hey! Das ist mir komplett neu. Also, weißt, ich finde ja einfach, wir sind in dem ganzen Schlamassel rein, aus einem Grund, weil wir einfach international isoliert sind, oder? Absolut. Wir sind ja nie mehr dabei. Absolut. 20G-Gipfel sind wir nicht dabei. Nein. EU-Gipfel sind wir nicht dabei. UNO sind wir nicht Mitglied, oder? Wenn wir nämlich UNO-Mitglied wären wir nicht in dem Schlamassel drin. Ich will das jetzt mal schnell sagen. Wir sind bei der UNO dabei. Wir sind dabei? Ja, schon längstens. Aha, okay. Das wollte ich sagen, dass wir in der UNO dabei sind. Kann die Regie weitermachen, bitte?
Willkommen bei Eschbacher. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, ist eine Persönlichkeit, die seit Jahrzehnten überall ziemlich aneckt. Kein Wunder, wenn ihn seine Gegner gegen schon möchten dort herschicken, wo er schon längstens wohnt. In die Wüste nämlich. Er macht aber keine Anstalten, die je zu verlassen. Allerdings für uns hat er, meine Damen und Herren, heute Abend eine Ausnahme gemacht. Ich freue mich sehr, der Führer von der Revolution, der König von der Könige, heute Abend bei mir im Studio. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Nehmen Sie Platz. Herr Gaddafi, dir geltet ja auf dem internationalen Parkett von der Politik als farbige Figur und wenn ich euch ein bisschen genauer anschaue, sogar ein bisschen als Paradiesvogel. Was hat euch bewogen, damals von der UNO-Generalversammlung schlichtweg die Charta zu verreissen? United Nations, no democracy. I am democracy. Voila, voila. Okay, aber eure demokratische Methode, die ecken doch bei uns ein bisschen an. Ihr habt jetzt zum Beispiel die Verantwortung für das Attentat in Lockerbie übernommen. 270 Leute sind umgekommen. Plagt euch nicht schlechte Gewissen? US Imperialism kill more people. 270 passengers is nothing. Ha, nothing. Ja, aber ich habe das Gefühl, ihr habt mit der Schweiz so etwas wie einen neuen Lieblingsgegner gefunden. Wenn ich euch doch jetzt noch als Vater darf ansprechen, Herr Präsident, was habt ihr eurem Sohn gesagt, der vernommen hat, dass er sein Personal in Genf abgeschlagen hat? I say him, next time, kill! Okay, aber gestattet jetzt trotzdem noch auf ein heikles Thema zu kommen. Habt ihr nicht das Gefühl, es wäre so langsam an der Zeit, dass die Geiseln, die dir schon so lange... Hanschallah! Ja, aber Herr Gaddafi, die sind doch gar nicht für euch, die sind doch für meinen nächsten Gast. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen, Roman Polanski. Das war eine kleine Kooperation mit unserem lieben Kollegen Kurt Aschbacher. Lange Zeit haben wir ja gemeint, wir werden verschont von der Schweinegrippe. Das ist leider nicht der Fall. Heute in der Sonntagspresse hat man gesehen, es ist ein grosses Thema. Auch der Barack Obama hat es zu seinem Thema Nummer 1 erklärt. Aber trotzdem denke ich, ich kenne in meinem Umfeld keinen einzigen, der sich angesteckt hat oder infiziert wird oder so. Bei dir, Mike? Nein. Ja. Ist irgendjemand von euch da, der mit der Schweinegrippe... Ein Schwein steckt mich an, keine Sau infiziert sich bei mir. Ne Grippe will ich nicht, mein Mundschutz hält schon dicht, verbirgt mir mein Gesicht. Ein Schwein steckt mich an, keine Sau infiziert sich bei mir. Ich werde doch nicht krank, so mach ich keinen Bank, verstecke mich im Schrank. A1N1 ist nicht mein Ziel, Gesundheit, die bedeutet viel. Ich brauche keine Viren nicht, die sollen doch verlieren sich. Wegbleibet ihr Symptome mir, hier lebe ich nicht etwa ihr. Trinkt täglich mein Kamillentee, mir tun auch keine Pillen weh. Denn kein Schwein steckt mich an, keine Sau infiziert sich bei mir. Ich werde doch nicht krank, so mach ich keinen Bank, verstecke mich im Schrank. Die Hände täglich 100-mal mit Seife waschen und beim Hallo, da bleiben deine in den Taschen. Denn ein Schwein steckt mich an,
eine Sau infiziert sich bei mir. Behalten Sie's für sich, die Welle kriegt mich nicht, Desinfektion ist Pflicht. Die Pandemie soll weiterziehen nach Warschau, Stockholm oder Wien. Mich werdet ihr nicht kriegen, ha, Immunsystem soll's siegen da. Das Thermometer kann mich mal, mein Fieber messe ich nicht anal. Und Kopfweh hat ja jeder mal, herrje, ich fühl mich ganz fatal. Ich schwitze wie ne Sau am Meer, mein Hals gibt nicht viel Stimme her. Jetzt hat's mich eben doch gepackt, drum fühl ich mich so abgewrackt. Der singende Impfstoff, der Gesellschaftstenor Leo Wundergut. Ja, wir Schweizer müssen uns eigentlich nicht so fürchten wegen der Schweinegrippe, weil dank am Bundesamt für Gesundheit sind wir ja vorgewarnt. Und zwar, haben Sie das sicher schon gesehen, hat der Job ja ein Berufskollege von uns übernommen. Und wir schauen so einen Spot einfach gerade nochmal an. Grüezi miteinander. Sie, der Aufschwung kommt. Wenn Sie einen mühsamen Chef haben oder nicht zufrieden sind mit dem Lohn, gehen Sie auf keinen Fall arbeiten. Bleiben Sie im Bett. Behaupten Sie einfach, Sie haben die Schweinegrippe und warten Sie, bis die Pandemie vorbei ist. Merci. Ist im Fall kein Witz. So. Jetzt, Hey. Wir haben gerade neue Zahlen. Nein. Es könnte neue Zahlen geben. Minarett werden zählt nochmal. Also wir wissen, wir gehen kein Risiko ein. Es kann alles passieren. Okay, wir, wie viele Minarett sind jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Vier Minarett! Hey, vier das Minarett. Ist eine Zunahme von null! Null! Hey, jawohl, aber das ist mehr als man denkt. Offen. Wir wissen nicht, was noch passiert. Ja, genau, das ist das erste Minarett ist ja gebaut worden vor 45 Jahren ja. In der Schweiz und in diesen 45 Jahren sind vier Minarette gebaut worden. Also in den nächsten 45 Jahren werden das acht Minarette sein. Unglaublich. Und ich werde das ja nicht mehr erleben, Gott sei Dank. Und du, Mike, du wirst 95 sein und du wirst müssen aufpassen, dass mit dem Rollator durch die vielen Minarette durchrutscht. Gut. Zukunft ist sowieso grauenhaft. Es ist eine neue Studie herausgekommen, die ergeben hat, dass die Frauen in Zukunft kleiner, dicker und gesünder sind. Das heisst, die Frau von der Zukunft hat das Traummass 150-104. Was heisst das? 150 cm gross, 100 kg schwer und 4 Eisprünge pro Monat. Ah, das ist enorm. Also wenn ich mir da die Frau von der Zukunft so vorstelle, die dürfte etwa so aussehen. Sorry, wieder weg, nicht. Victor, du bist ein Arschloch. Mike, ich ein Arschloch? Alleine ist es nur ein Wort. Aber zusammen mit dir ist es der Anfang von allem. Sie haben es vielleicht gehört, in Genf unten haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es 32 neue Planeten gibt. Und ich stelle mir vor, wie haben sie das herausgefunden? Ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht bei dem CERN-Teilchenbeschleuniger irgendwann mal gelüftet haben und dann sind die raus dort, oder? Dort ist ja allerhand rausgekommen.
offenbar auch die Arche Noah ist dort auch rausgekommen. Und da sind natürlich die christlichen Kirchen sind sehr zufrieden gewesen, weil sie haben gedacht, endlich einmal ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Arche Noah auch wirklich existiert hat. Pech ist einfach gewesen, unter den Passagieren von der Arche Noah hat man zwei schwule Pinguine gefunden. Und das wobei ist man, dann wieder ein bisschen... Man muss sagen, wegen diesen 32 Planeten, zur Beruhigung der SVP-Wähler kann man feststellen, auf keinem von diesen 32 Planeten existiert auch nur ein Minarett. Ja, schön. Schön. Unsere Außenministerin Micheline Galmire hat die 32 Planeten sofort anfragen, ob sie Entwicklungshilfe nötig haben. Sie wird diesen Planeten auch einen Staatsbesuch abstatten. Das ist natürlich eine langwierige Geschichte, oder? Da geht 35 Jahre so eine Reise. Ist auch für sie mit Ungewissheiten verbunden. Sie weiss zum Beispiel nicht, ob, wenn sie zurückkommt, ihr Kollege Moritz Leuenberger neu im Amt ist. Ungewissheit, ja. Ich habe übrigens auch gehört, dass Wissenschaftler bei Rorschach herausgefunden haben, dass oberhalb von Rorschach gibt es 32 neue schwarze, schwarze Löcher. Weißt du, ein Auf oder Ab oder ein Entweder-Oder, das begleitet dich prinzipiell ein Leben lang. Das ist eben alles relativ. Das hat jetzt der Albert Einstein richtig erkannt. Der hat eben etwas überlegt. Aber wie geht jetzt schon wieder dem seine Relativitätstheorie? Weißt du, ist bei mir schon sehr lange her. Im Prinzip ist das so. Wenn du ein Taxi nimmst von Wiedeken auf Oerlikon, braucht der 20 Minuten. Na komm, aber nicht jetzt bei dieser Baustelle auf der Arm. Ja, das hat jetzt doch nichts mit dem zu tun. Also, er braucht 20 Minuten. Wenn er besonders schnell fährt, hat er nur 10 Minuten. Ist soweit alles klar? Selbst Taxi muss man zuerst einmal zeigen. Dann lass mir jetzt doch endlich mal zu. Wenn er jetzt aber mit dem Taxi in dreifacher Lichtgeschwindigkeit fährt, dann ist er früher beim Hallenstadion, als er zu Wiedeken abgefahren ist. So funktioniert die Relativitätstheorie. Das ist doch nur ein Seier, dass er ganz so gut zu Wiedeken bleiben. Weißt du, Benno, mit dir kann man einfach keinen vernünftigen wissenschaftlichen Exkurs theoretisieren. Das ist alles relativ. Das sag ich ja! So ein Taxi mit Lichtgeschwindigkeit macht dich einfach aggressiv. Allah. Wir haben Neuigkeiten aus dem Inland. Der Chris von Rohr ist verliebt und ist auf Kreta gegangen mit der Dings, wie heisst sie? Schweizer Illustrierte. Ja. Sag das dann. Wir haben da so ein Bild aus der Schweizer Illustrierte. Also, als ich das erste Mal das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein verspätetes Charity-Konzert für Tsunami-Opfer. Aber wer ist eigentlich sie links dort auf dem Bild? Sie ist ein Spitex-Mitarbeiter. Weisst du, ihm geht es besser an mir, wegen dem Rheuma. Ah, drum. Ja gut, also könnte ich auch darüber klagen, mache ich aber nicht. Wir kommen jetzt nämlich zu unserem ersten künstlerischen Gast. Er ist einer, der uns immer wieder auf eine sehr gute Art beibringt, dass die Schweiz eigentlich das Gleiche ist wie Appenzell. Das macht zwar der Hans-Rudi Merz auch, aber der Künstler, der da kommt, macht es viel entspannter. Begrüßen Sie bitte den Simon Enzler. Grüß Gott miteinander. Kennt ihr den Unterschied zwischen dem Optimist und dem Pessimist? Also. Ein Optimist setzt sich selber im Testament als alleiniger Erbe ein. Macht ein Pessimist nie. Es hat nämlich Angst vor der Erbschaftssteuer. Auf jeden Fall geht nicht jeder gleich gehen. Am Schluss, wenn es ihm fertig ist. Wenn ihr euch mal so einen Karrieremensch vorstellen, der nach einer Herzkrise auf dem Totenbett liegt und mit letzter Kraft sagt,
Aber Herr Doktor, ich kann doch noch nicht gehen. Ich habe doch noch 650 überstanden. Und den Bonus haben sie mir auch noch versprochen, die Sauhändchen. Das ist klar. Wenn man ein Geschäftsmann passt, natürlich so ein unbudgetierter Tod. Nicht an seine Zukunftsplanung rein. Wenn du willst, eine anständige mittel- oder langfristige Planung machen, wenn kurzfristig in die Matratze reinbeissest, hat doch ins Leben lang beschäftigt tun. Von inneren Terminkollisionen den nächsten Stau reinsuchen, die eigene Zeit haben und dort eine Sitzung verschieben, aber für die eigene Beerdigung hat noch jeder frei bekommen. Sicher, ich weiß nichts anderes. Apropos Beerdigung. Ich weiss nicht, wie ihr seid. Und nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Aber ich gehe noch eben gerne an Beerdigungen. Das ist einfach aller Anlass, wo man einen Haufen Leute trifft, die man teilweise schon jahrelang noch gesehen hat. Nebst der ganzen Trauer ist es alle Wille und eben das Verbündens. Gerade letztens bin ich wieder an so einer Beerdigung gesehen. Da habe ich von weitem einen gesehen, wo ich noch gedacht habe, ich, das Gott, den kenne ich. Mit dem bin ich doch in der Primarschule, das ist doch der Ding. Nein, nicht Primarschule, aber von wo kenne ich den? Irgendein Verein, irgendetwas Soziales ist es gesehen. Vielleicht vom Obligatorischen her. Nein, auch nicht, aber von wo kenne ich, weiß, dass ich den... Ja, natürlich, wir sind ja verwandt. Das ist doch der Ding, nicht sagen, nein, ist doch gut, der Ding, wie heißt doch jetzt der Saugock schon wieder, Herr Gardini, komm, sag mir's, Wettli, hä, was? Ja, der Franz, natürlich, Heiland, zack, Franz ist da schön, dass mit zwei uns sehen, wie hast du es, Franz, da freut mich, du siehst gut aus, gesund und pushbar, alles in Ordnung, tipptopp, hä? Hä? Aha, da ist die Beerdigung von deinem Vater heute. Da ist jetzt eine Überraschung, Franz. Das. Ich soll sagen, das tut mir natürlich leid. Dass, ich meine, das, Entschuldigung, ich hätte sie selber müssen merken. Ist ja mein Vetter gesehen, dein Vater, darum sind ja mit zwei schon gleich Cousin. Nicht, ich entschuldige, ich bin voll im Fettnapf in der Kacke. Ich habe mich gewählt in dem hohen Fettnapf. Ich habe mich auf Deutsch gesagt, in einer scheiß Situation, in die man friert. Ich denkt, wir bringen mich da wieder raus. Ich habe mich geschämt wie eine rostige Hand. Aber interessant ist gesehen, so peinlich, als die Situation auch gesehen ist. Also schnell ist sie wieder vergessen und verzogen gewesen. Weil im Verlauf vom Nachmittag hat sich die Beerdigung vom Vetter Franz also noch zu einem valablen Superfest entwickelt. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt? Hä? Sind ehrlich und aufrichtig. Es sind einmal eine Beerdigung, ist alles ruhig, traurig, ernsthaft. Hä? Ist verständlich. Nachher gehen das Leichen essen. Braten, Äpfelstock, Büchse, Gemüse. Ne? Zwei, drei Glas Hallauen, weißt und dann ab die Post, gell? Aber da, wo wir beim Vetter Franz erlebt haben, hat natürlich alles in Schatten gestellt. Wir haben ja Stimmen hergebracht, nicht etwas Wahnsinniges. Und ich muss sagen, ich habe dann schon ein schlechtes Gewissen bekommen, wo wir doch den Schnips noch angefangen haben zu singen. Ja? Und vor allem, wo wir dann am frühen Abend mit der Bolognese quer in den Hotelsaal, hör ich. Ich habe mich schon gerne gefragt, ich sage vielleicht schon gar ein bisschen pietätlos gesehen, dass wir jetzt aus dem Nachlass vom Vetter Franz schon gerne noch eine Tombola veranstaltet haben. Ich habe noch gefragt, hat dann aber gleichzeitig müssen sagen, nein, das ist schon recht. Der Vetter Franz war doch der Erste gesehen, der seine eigene Beerdigung mitgesungen hat. Ja? Jetzt ist er halt ein bisschen zu spät gekommen. Ja, noch. Typisch, nicht? Wobei im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, hat er seine eigene Beerdigung noch mal miterlebt, der Vetter Franz selig. Sicher, weil sonst würde sich nämlich das Leben lang Vorwürfe machen. Simon Enzler. Simon Enzler, herzlich willkommen hier bei uns am Tisch. Und wir tun unsere Gesprächsrunde hier gerade noch ein bisschen erweitern, weil unser nächster Gast ist eine Schauspielerin, sie ist Schweizerin, wohnt aber hauptsächlich in Los Angeles. Dort produziert sie eine sogenannte Online-Doku-Soap, spielt aber auch in vielen Filmen mit, hat schon in vielen Filmen mitgespielt. Unter anderem hat sie schon produziert, zusammen mit dem Al Pacino. Und sie spielt im Moment mit der neuesten Schweizer Filmproduktion Cargo mit. Und sie hat eine ganze
erfolgreiches Buch geschrieben. Ein Buch, das im Moment in der Bestsellerliste in Deutschland auf Platz 7 ist. In diesem Buch beschreibt sie ihre familiäre Herkunft aus Tibet. Heute ist sie da bei uns. Begrüßen Sie bitte Janzon Braun. Janzon, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ich habe für euch beide das Buch mitgebracht. Damit ihr nicht streitet. Ja. Hey, das ist ja sensationell, ja, der Erfolg, den das Buch hat. Das hättest du das träumen lassen. Spiegel-Bestsellerliste, Sachbuch in dieser Woche, glaube Platz 7, stimmt, oder? Das stimmt, ja. Und du hast da drin wirklich einfach das beschrieben, was deine Familie erlebt hat. Von deiner Großmutter, die zusammen mit deiner Mutter geflüchtet ist aus Tibet. Genau, es geht um 3 Generationen tibetische Frauen. Meine Großmutter, die eine tibetische Nonne ist, wo nachher geflohen ist mit meiner Mutter, wo sie 6 ist gsi und sie sind als Flüchtlinge in Indien aufgewachsen und dann zu mir oder zuerst noch, wie sie meinen Vater kennengelernt hat in Indien, wie sie dann in die Schweiz gekommen sind. Dein Vater ist Schweizer. Schweizer, genau. Ja. Und dann, wie ich halt hier aufgewachsen bin und dann nach Amerika ausgewandert bin und einfach auch zeigen, wie verschieden eben 3 Generationen sein können. Mhm. Und anhand von uns drinnen erzählen wir auch wieder die Geschichte von Tibet. Du bist in der Schweiz aufgewachsen, zum Teil im Thurgau, zum Teil im Kanton Bern. Von Thurgau hört man nicht mehr viel. Nein, das habe ich verlernt, zum Glück. Das hast du verlernt. Ich kann so dafür redest du jetzt in den USA Englisch mit Berner Akzent, oder? Das kann nicht, oder? Du musst ziemlich... Nein, ich habe dich schon mal gehört, Englisch reden. Das hast du ziemlich drauf in den Amerikanern. Ja, also sie sagen, ob ich von Südamerika komme, manchmal hören sie das. Und dann sage ich, nein, aus der Schweiz, das hört man nicht. Aber irgendetwas hören sie. Das ist dein Exotikfaktor, oder, der das ausmacht? Wahrscheinlich. Ja, die Schweizer sehen nicht ganz so aus. Das ist dein Plus. Ein Plus und ein Nicht-Plus, weil wenn sie nämlich casten für Schweizerinnen oder für Deutsche, dann gehe ich natürlich, weil ich perfekt kann, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch reden. Und dann sagen sie, ja, aber du siehst nicht sehr schweizerisch aus und auch nicht sehr deutsch. Also du gehst immer noch Castings? Ja, jeden Tag. Also du bist Bestseller-Autorin und du rennst in Los Angeles immer noch all deine Castings nach? Ja, ja. Und das machst du so lange, bis du so eine... Ja, die Amerikaner wissen ja nicht, dass ich das Buch geschrieben habe. Es ist ja jetzt nicht auf Englisch übersetzt worden, noch nicht. Und aber dort hast du einen grossen Konkurrenzkampf, oder, in den USA. All die Miss Schweizer sind dort. Ex-Missen. Ex-Missen sind dort. Und die haben ja alle den Kurs gemacht, da beim Lee Strasberg, wo sie, glaube ich, für 300 Franken 3 Tage lernen, gerade ausreden. Und, das ist natürlich, du hast Schauspielausbildung, aber, oder? Ja, ich habe eine Schauspielausbildung in Bern gemacht. Aber in Amerika ist es eben so, dass du echt das ganze Leben lang auf Schauspielschule gehst. Also der Al Pacino eben auch, er geht immer noch ins Actors Studio. Ja, ich gehe auch in allen. Ja, ich habe die auch gesehen. Ich gehe eine in Libyen. Gehe ich. Ah, okay. Das ist, ich wäre gerne mal auf eine Schauspielschule gegangen, aber sie haben nie wollen. Ja, aber vielleicht in Amerika, du musst euch zahlen und dann geht es ja schon. Eben, aber das reut mich eben sehr gitzig, wenn es um so etwas geht. Vielleicht, wenn du Miss Schweiz geworden wärst. Sollen wir das Foto noch mal zeigen? Nein. Bist du im Appenzauerland auf einer Schauspielschule? Gibt es das dort überhaupt? Ja, im Restaurant Hof. Den hast du abgeschlossen? Ja, da habe ich mit dem Bachelor Master Ich meine, das Appenzell ist ja ein bisschen unser Tibet. Ja, oder? Ich fühle mich auch recht eingezogen, rein als Randgruppe, als Minderheit. So. Genau, ich verstand. Ja. Vielleicht gibt es auch mal ein Buch, irgendwie drei, was heißt, 3 Frauen aus Tibet. Drei Männer aus Innerrhoden. 3 Frauen. 3 Männer im Schnee ist schon geschrieben, gell? Also nur zum Sagen. Janzon, du produzierst eine Online-Doku-Soap, die auf Blick Online immer gesendet wird. Ich glaube, jede Woche hat es eine neue Folge. 3 Mal, genau. Ja. Montag, Mittwoch und Freitag. Und es geht um 6 Schweizer, die das Glück in Hollywood versuchen. Und ich helfe ihnen, für 6 Monate dort eben mal ein bisschen Fuss zu fassen. Es ist aber sehr ironisch und es ist alles ein bisschen Fake, oder? Nein, ich meine, jede Reality-Show ist ja fake, schlussendlich. Sie drehen auch mit 3 Kameras und dann sagen sie, komm noch mal raus, bitte. Und, das will ich jetzt noch mal sehen. Also, es ist einfach immer so fake, Reality ist ja vermischt. Ist es nicht ein bisschen ungeschickt, deine eigenen Konkurrenten dort zu coachen? Sie sehen auch anders aus als ich. Also, es sind auch Männer dabei und es sind Frauen. Ja, die sehen definitiv anders aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Von dem her, nein. Und dort gibt es auch nicht so, es gibt natürlich Konkurrenzkampf, aber unter den Kollegen, die ich kenne, überhaupt nicht. Also, wir geben uns gegenseitig so Tipps. Ja, das ist bei uns nicht so. Wir geben uns nicht Tipps. Nein, das ist super nicht. Das ist schade. Ja. Aber es ist auch fake.
bei den einen. Unsere gute Stimmung ist fake. Ja. Gut, ich tu lieber ein bisschen da noch ein bisschen reden. Ja. Nein, sorry. Simon. Ja. Ich kann schon bleiben. Du bist jetzt wirklich auch Schriftstellerin geworden. Das ist dein erstes Buch, oder? Ja, ist das erste. Da hast du jetzt sicher Blut geweckt, oder? Also ich nehme an, da wird noch etwas dazukommen. Ja, das fragen wir aber auch. Jetzt ist das Buch gerade mal einen Monat auf dem Markt und ich habe es gerade fertig geschrieben. Und wirst steinreich wahrscheinlich jetzt, oder? Das weiss ich nicht, nein. Der Verlag vor allem. Nein, also komm, in Deutschland auf der Bestsellerliste. Aber es heisst nichts. Also es kommt immer darauf an, wie lang. Also das eine Buch da über Glück, das ist ja irgendwie schon seit... weiß nicht, 34 Wochen oder so drauf und der wird wahrscheinlich noch länger drauf bleiben. Bei mir kommt es echt darauf an, wie lange es drauf bleibt und wie viele Leute es interessiert, das Buch zu lesen. Ja, aber immerhin, das ist doch schon ein riesen Erfolg, wenn überhaupt ein Schweizer Buch auf so eine deutsche Liste kommt. Ja, das ist schön, ich freue mich natürlich, aber ich werde jetzt nicht steinreich, glaube ich. Was sagen deine Familie, also vor allem die mütterlicherseits aus Tibet dazu? Dass du zum Beispiel jetzt auch gerade in das Hollywood gegangen bist, das ist ein ziemlich grosser Gegensatz zu Tibet und Hollywood, oder? Ein größerer Gegensatz kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Ja, das stimmt. Also meine Großmutter sagt, ja, die Angst um mich schon seit 6 jetzt immer Schauspielerin werden. Ich habe damals mit 6 Nonne werden. Wahrscheinlich hätte sie das müssen werden. Wahrscheinlich war sie im vorigen Leben gewesen. Und sie bringt Leute zum Lachen, sie bringt Leute Freude. Warum nicht das? Also Metzger werden, wenn ich jetzt Metzgerin geworden hätte... Als Buddhistin ist es ein bisschen schwierig. Ja, genau. Dass ich nicht Tiere töte. Wobei, dort ist dann gerade die Wiedergeburt da immer gerade... Auch nicht so wirklich gut. Dann bist du Buddhistin? Ich bin als Buddhistin aufgewachsen, ja. Aber ich bin jetzt nicht so religiös wie meine Großmutter, die jetzt wirklich jeden Morgen betet und am Abend betet. Sie betet wahrscheinlich jetzt auch für mich, für dich und für alle. Oh, schön, danke. Und ja, schliesse ich immer alle. Also wir haben jetzt so von einer anderen Religion hat noch nie jemand für mich betet. Nein. Also das überlege ich mir ernsthaft, ob ich mal das buddhistische einmal versuchen soll. Oder wie Madonna. Es ist ja ein bisschen Mode, gerade in Hollywood auch, oder? Hat ja jeder... Nimmt eine Religion aus einer Boutique raus und tut sich ja, wahrscheinlich hilft es den Leuten und es ist ja auch gut. Also die Philosophie dahinter ist gut und schlussendlich kann jeder das glauben, was er will. Das finde ich gut. Und natürlich wird es natürlich eine Mode, wenn ein Star sagt, ich bin jetzt Buddhist oder bin Kabbalist oder so. Mhm. Und ist ja noch eine lustige Religion. Ich habe gehört, der Dalai Lama, der lacht ja gern. Also ich kenne keinen anderen Religionsführer, den ich schon mal so... sehr lachen wie er. Ja, kennst du ihn persönlich? Ich kenne ihn persönlich, aber jetzt nicht. Im Vater ja auch, Vater, oder? Als Wissenschaftler hat er, glaube ich, ihn vor allem kennengelernt. Ja, genau. Er ist mit 20. Mein Vater hat eigentlich eines der ersten Interviews mit dem Dalai Lama gemacht, wo ihn noch niemand wirklich kennt hat und noch nicht interessiert hat. Und seitdem ist eine gute Freundschaft geblieben und entstanden. Also wenn du ihn mal siehst, sagst du, können mal da hinkommen, einen Gruß von mir. Ja, klar, das wäre schön. Ja. Weil der Papst hat bis jetzt immer abgelehnt. Ja, der ist ja bei euch sehr aktuell, der Papst, bei den Innenrödler. Der lacht nicht so, dafür kann man über ihn sehr viel lachen. Das ist nicht ja, aber wobei, wir haben schon auch religiöse Führer, die gehen lachen. In der Sendung hatten wir auch schon den Toni Brunner. Das stimmt, ja. Der lacht sehr gerne. Oder gern. Der Reimann war auch so einer. Ja, klar. Ist alles ein bisschen aus eurer Gegend, he? Guess-Doggenburg gehört schon fast zu Zürich. So ja, einfach nein. Könnt ihr doch, das doch, nicht doch, machen. Doch, doch. Das könnt ihr haben. Weißt du, wir haben schon das Döstal, da sind wir ja. Also. Also, Jansson, ich meine, wir sind ja immer ein bisschen neidisch auf dich, oder? Du wohnst dort in dem Los Angeles und immer Sonne, immer schön und so. Und ich würde einfach sagen, wenn du wieder zurückgehst, hast du fast ein bisschen Schwein gehabt. Wenn du da bleibst, musst du damit rechnen, der Winter der kommt. Grüezi miteinander. Sieh, der Wintereinbruch kommt. Wir wissen noch nicht wann. Aber in den nächsten Wochen gibt es irgendwann mal Schnee. Viel Schnee. Bevor sie die Winterpneu montieren, tun sie gut mit Zäufen und Wasser die Hände waschen. Sonst hat nämlich wieder die halbe Schweiz dreckige Winterpneu. Messi ist im Fall kein Witz. So. Und wir sind jetzt bereits beim Ausblick. Wir haben ein paar Ratschläge für die nächste Woche. Und zwar wollen wir, jetzt weil ja der Winter kommt, gerade sagen, Samaden, es könnte beim Flughafen Schnee geben. Dann noch ein Ratschlag für die blutigen Hände von der Doris Leuthard. Tun Sie Ihre Hände gut mit Seifen und Wasser waschen. Messi, das ist ein Fall kein Witz.
Das wär's gewesen. Dankeschön, Jan zum Braun, für den Besuch. Dankeschön, Simon Enzler. Eure schöne Woche. Wir sehen uns wieder in einer Woche zur gleichen Zeit auf dem gleichen Sender. Ciao miteinander. Macht's gut. Gute Nacht. Jacobo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert von der Mobiliar.